Hallo Feuersonne, da bin ich wieder und jetzt gucken wir mal, wir haben wieder eine Mail gekriegt. Aha, Power Core Update Modul und Lebensmodul Update Gedöns. Okay, auf geht's. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja jetzt da diese Terror-Dinger am Hals. Nein, die können ja auch nichts dafür, ja, die sind halt so. Sind halt Hitzköpfe. Tasty, okay. Es kommt wahrscheinlich, wenn die fressen, was sie gerne fressen. Also die Preise verändern sich nicht mehr. Ich glaube, das liegt daran wegen dem Safe Game. Schade eigentlich. Keine Hühnchen mehr haben. Den werden wir jetzt verfüttern. Ja, du kleiner armer Flubby, aber du wirst leider das Zeitliche segnen. Warum kann ich mich jetzt nicht kümmern? Tut mir ehrlich leid. Oh, lass mich doch gehen. Schatz abgefeuert. Hört ihr das? Was soll ich denn bloß machen? Ich weiß nicht, wie ich die kriegen soll. Na gut. Ich weiß es echt nicht. Lol. Das war nicht der Plan. Sorry dafür. Armes Chicken Nugget. Vielleicht muss ich auch einen anderen Flubby gegen den schmeißen, dass der wegplatzt oder so. Keine Ahnung. So, jetzt füttern wir mal den hier. Guck mal, was er sagt. Nächstes Mal gibt's mehr Hühnchen. Tja, ich habe den scheiß Schleim, den Goldschleim jetzt schon ein paar Mal an den Pfoten gehabt, aber weiß nicht, was ich mit dem anstellen soll.
Mir fehlt so ein bisschen die Idee, was ich damit machen soll mit dem Ding. Und ja, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade Folge 12, 13 oder 14 schon hier aufgenommen. Also die hier müsste irgendwie sowas sein. In die Richtung. Somit werdet ihr wahrscheinlich schon eh eine Menge Kommentare geschrieben haben, von wegen, ja, das geht so und so und so. Leider, ja, kommt das bei mir nicht an. Es tut mir sehr leid. Beziehungsweise noch ist es nicht bei mir an. Mal die Boys da hinten nochmal füttern. So, und ansonsten fressen sie auch gerne Hühner. Daher schmeiße ich die gleich mit rein. Das Huhn da rechts in der Ecke wird voll hingequetscht, aber. Da wurde gerade wieder eingesammelt. Früchte werde ich möglicherweise gleich noch brauchen. Alles drin. So. Mehr Leben. Mehr Energie. Jetzt will ich auch mal wissen, was das hier ist. Ach. Interessant. Ich würde sagen, da müsste wieder, müsste auch so ein Mango-Ding hin, ne? Zwei, drei, vier Bäume haben wir jetzt. Da möchte ich dann aber einen Mango haben. Genau. Diese Minzmangos. So, hier
Quest. Minzmangos. Hier noch was zu fressen. Oh nein, ich hab zu fressen gekriegt, ne? Versuch mein Bestes. Karotten müsste man abschaffen. Quasi die blauen gänzlich wegmachen. Den Höckern. Oder halt eine andere Art züchten in die Richtung. Dass wir die hier nicht mehr brauchen oder so. Wachsen, das ist gut. So. Gemüse, alles weg. Obst weg. So, nur noch gucken, womit wir die kleinen. Womit wir die hier kreuzen. Vielleicht mit den blauen? Dass wir da mit blauen kombinieren, wäre eine Option, ne? Die essen doch gar keine Früchte, ne? Oh nein, ich hab da Früchte reingemacht und die essen. Ach, die kleinen Fliegedinger, die fressen ja Früchte. Hab nichts gesagt. Und ihr? Ach, ihr. Oh, wieso ist es nur noch einer? Wieso ist das nur noch einer? Es waren zwei. Das ist mal voll unschön. So, jetzt muss ich gucken, was brauchen die. Oh! Ja, ja, ich weiß, wir haben keinen Platz. Machen wir hier noch ein paar Früchte rein. Die kriegen noch ihre Mangos. Tja, müssen wir vielleicht die blauen mit irgendwas kombinieren, damit die nicht hier in diesen Dingen hier überleben müssen irgendwie. Irgendwie so. Tja, am besten mit den braunen, würde ich sagen, oder? Das ist die Frage. Mit den braunen kombiniere. Ob die denn lebensfähig sind, überhaupt außerhalb des Wassers. Aber wir müssen es probieren, ne? Einfach probieren. Dann sehen wir es ja. Ich muss. Ich nehme jetzt einfach mal in so ein Ding mit. Oder. Dann nehmen wir uns einen von den Kleinen hier mit. Oder wir nehmen gleich alle mit. Dann ist das Gehege nämlich frei. Ich weiß ja nicht mal, ob da jetzt noch welche kommen, die vielleicht in der Dunkelheit leben müssen. Dann habe ich ein Problem. Oh, warte mal. Kann man nicht kombinieren mit wem? Geht gar nicht. Ich kann die gar nicht kombinieren. Sich nicht kombinieren. Ist ja blöd. Wenn die sich nicht kombinieren lassen, weiß ich leider nicht,
welcher Konstellation wir das denn aufbauen sollen am besten. Naja, werde ich mal drüber nachdenken. Jetzt ist hier natürlich gerade durcheinander. So. Werde ich später mal drüber nachdenken. Dann baue ich jetzt erstmal die rein. Schon wieder Postzeichen, dass ich vielleicht wieder was kaufen kann. Tank Boost. Wunderschön. So, uns fehlen immer noch ein paar Slimes, wie das aussieht, ne? Uns fehlt hier noch einer und hier noch einer. Das wird der goldene sein, oder was die hier sind, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wo ich die herkriege. Früchte dran. Diese Bomben-Mangos-Wanne. Super tollen Mangofrüchte. Das Beste wäre halt wirklich, die Karotten komplett zu schaffen. Dann hätten wir wirklich jede Menge Obstzeug. Müsste dich hier rumärgern. Wäre es alles ein bisschen einfacher. So, noch irgendwo was dran, was ich einsammeln muss? Nö. Alles soweit fertig. Lebensboost habe ich gekriegt. Und Silvester. Schön explosives Völkchen. Tja, was ich mit euch anstellen soll, weiß ich leider noch nicht so genau. Die Idee. Ach, schon wieder einer explodiert. Und die kleinen braunen mit so einem blauen, mit so einem grünen, wenn wir so einen finden, kombinieren können, wäre natürlich auch geil, ne? Irre. Irre. Wahnsinn. Was da alles schon geht, ne? In dem Game. Das ist der Shit. So, wir gehen mal rein. Gucken gleich mal in die Mail. Ja, oh, das war das, was ich mir dachte, dass es ist. Boost, bla bla. Gut, dann war's das für heute.
Ich habe genug aufgenommen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, wenn es dabei ein Video Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.